Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier. PV Canyon Crossing. Ja, Düngeraufgabe steht an. Ich will meine 400.000 verdienen. Das bedeutet Düngen. Grunde. 4 verbrannt. Den habe ich glaube ich schon berechnet. Er wird links 1 sein, erster Wegpunkt. Und Kurs kopieren und starten. Jetzt ruckelt ein bisschen, weil er das gerade berechnet. Der nächste kopieren, alten Kurs löschen, kopieren, links 2, erster Wegpunkt und Action. Den dritten genau das gleiche. Alten Kurs löschen. Einfügen. Rechts 1. Und Action. Rechts 2 wird er sein, ne? So, Imposter verkehrt. Normalerweise hätte er zuerst fahren müssen. Na gut, okay. Ich glaube trotzdem, wenn die Abstände groß genug sind. Die stören sich ja im Grunde nicht. Alten Kurs löschen. Aber rechts 2. Müsste eigentlich den zweiten. Ja, weil das geht auch so auch. Ich hoffe, dass sie keinen Nachschub holen müssen, ne? Aber ich kann mal schon mal eintragen, falls doch. So. Seit 9, Hoftank 1, Mineraldünger. Übergeben, falls es falls, ne? Ich schalte mal durch. Da war das gleiche in grün. Tankenhof 1, Mineraldünger, übergeben. Dann den schicken wir weiter. Pause habe ich jetzt gemacht. Mit Armbrot. Das wäre das muss auch nicht sein normalerweise. Ja genau. Aber hier übergeben. Sonst. Nee. Das ist Quatsch. Ihr sollt mit dem Stroh holen. Beim Gras, mir geht noch weiter. So. Einstellen. Alle Fahrzeuge in Gang bringen, also. Erster Wegpunkt des nächsten. Ausgeklappt ist. So. Das wäre auch noch ein Fahrzeug. Und das für ein Pflege 300 ist. Genau. Genau.
Zum Schluss werde ich die ganzen Fahrzeuge praktisch ja entleeren und das an Lager reintun, dass es eine Menge berechnen wird. Also so, der muss mal ankommen beim Sägewerk. Bisschen komisch gefahren, ne? Ja, wird schon ankommen. Mal gucken, dass ich jetzt in das Stroh fahren kann, ne? Muss er noch mehr rechnen. Oh, Lenkung geht. Wie soll. Ja. Das sind zwei Unterschiede. Die Lenkung ja eigentlich immer, aber manchmal geht es extrem leicht. Überhaupt keinen Widerstand. Und andermal Notlösung mit ja, intern, also eingestellt, halt, dass es ein bisschen schwer geht. Ne? Das ist hier blöd gelöst, ich muss hier ein Schild aufstellen. Ich kann meistens so dick nicht sehen hier, die Auffahrt. Das habe ich jetzt auch nicht gesehen. Ah. Ja, es waren etliche Fahrzeuge, das ist zu merken. Ja, ich wünsche mal allen einen schönen Freitag. Ist ja soweit, ne? Das Wochenende kommt. Oh, wenn ich schon Freitag geschafft hätte, wäre schön. Warum will ich Winterreifen aufziehen? Sommerreifen. Heute war es zu warm. Morgen nach der Arbeit gleich. Mal sehen, umziehen oder. Ja. Und die Hose halt nicht waschen, ne? Geht ja auch. Da brauchen wir noch einen zweiten Ladung mit. Mit Holz. Den Rest werden wir ja Ballen pressen. Wenn man ja hier wo sie längerfristig gesehen Stroh irgendwie an. Oder ich packe das ein bisschen im Lager rein. Lose halt. Oder sind Lager von Fat Action vielleicht auch ungünstig? Ob das sein könnte? Obwohl ich es gar nicht sehe, ne? Da müsste ja in der Richtung sein. Mal reingucken. Ja, Ballen wollte ich erst pressen, wenn es hier mit der Ernte fertig ist. Die erste ist leer. Die anderen beiden wollte ich ja verkaufen. Das wollte ich umstellen. Längerfristig gesehen. Bisschen kleiner Lager, ne? Das ist ja auch nichts dran. 10.000 und ist ja nichts. Da kannst du ja ständig mit einem kleinen Anhänger immer die Runde fahren. Lassen. Da machen wir hier bei der Außen, ne? Ein paar Wiesen können wir erst noch
Och, Mähen, denken wir an die nächste auch noch. Und dann müssen wir halt noch einen Monat warten. August. Die nächsten halt. Oh ja. Müde. Ich meine, solange die Fahrzeuge ihre volle Geschwindigkeit fahren, geht's ja auch. Ne? Wie gesagt, wenn das dann nicht mehr packt, da wird's ganz kritisch. So. Hat man nicht mehr Spur. Eine sammeln wäre eine Option, ne? Uff. Hier wäre fast so, dass man auch praktisch noch einmal Gras ernten müsste, bevor man hier loslegt mit alles umbrechen. Ja, mal schauen. Ups, der Weg in der Mitte, ne? Ja, ich noch fast habe da. Ne, das ist schon da gewesen. So Gras hier hat ja auch nicht. Der Weg ist hier. Ups, Gegenverkehr. Der hält nicht an. Weiß nicht, wo er abbiegen würde. Aber auf jeden Fall zum Haferfeld. Ah, noch kleine Katzen hier. Weiß nicht, wie ich die Katzen hier. Ja. Das so gemacht haben, ne? Wie in echt. Nun, die laufen halt nur dort. Sonst werden die unter der Räder wahrscheinlich. Ich wollte mal gucken, wie viel Silage war nicht drin haben. Das sein könnte. Ja, und dann müssen wir gucken. Ah, wie der Bretter, ja genau. Also gut, Rundbahn-Silage haben wir praktisch. Ja. Fast 1000. Heu haben wir 47 und 1, 48. Zement, das müsste ich mal rausziehen und verhökern zur Not. Dass da mehrere Sorten rausgehen, das ist ja wieder. Ja, immer gut, aber Speicher habe ich mehr als genug, aber das wird ja auch entsprechend alles. Extra belegt, ne? Eine extra Einheit. Muss ich dann gleich höher springen und die Ballen einsammeln.
Bringt ja auch aktuell nichts viel. Also die nichts, aber wieder einlagern, weiß ich auch nicht. Punkt gleich finden. Markierung ist ja auch nicht da, ne? Das macht die Sache ein bisschen leichter. Und da hier. Ja, nur ist er voll, ne? Im Stall wird auch nicht so viel reingehen. Gucken mal ein Lager drüben. Den Rest bei den Schweinen. Was geht und. Genau, der LKW ist ja hier, den können wir auch nehmen. Drüben reinbringen, große Lage. Da kann man die Bretter entsorgen und den, ja, den Rest vom Säge wegholen halt, ne? Ich glaube, den Rest werden wir als Silageballen pressen, als Strohballen pressen. So, hier muss er rein. Das klaut, glaube ich, sogar mit festgebunden, ne? So. Große Holzdinger. Und die Prozent bei der Mission. Ich hoffe ja, dass du da die vier Fahrzeuge ausreichen, ansonsten fahren sie eher eine. Holen sie dann neu. Ist sie. Dann werden die zumindest. Wenn die bei der Brücke rangekommen sind, her. Auch das Thema aus, ne? Dann gucken wir dann noch viel. Alter, ne? Gewonnen.
Ja, Leute, das soll schon für heute gewesen sein. Ja, nochmal schönen Dank, dass ihr reinschaut. Ja, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss, schönen Restfreitag und schönes Wochenende. Tschüss.